So, Herr Schaffen, bei mir ist jetzt Warner Lima. Guten Morgen, sage ich jetzt mal. Guten Morgen. Es ist 11 Uhr in Realzeit. Mhm. Ist es für dich früh oder normal oder sogar spät? Eher normal. Also das ist jetzt die Zeit, wo ich eigentlich wach werde normalerweise. Ist es bei dir auch so, dass du genau aus dem Grund, nicht so früh aufstehen zu müssen, diesen Job in der Medien- und Showbranche gewählt hast, weil du gedacht hast, da wird erst Nachmittag was gemacht? Also mir kommt das jetzt auf jeden Fall sehr zugute, dass ich frei arbeiten kann und dass ich auch den Tag später beginnen kann. Ich würde sehr, sehr gerne früher aufstehen, einfach um effizienter zu sein. Also zur Anfangszeit bei MTV, das war das noch ein bisschen geregelter. Da musste ich auf jeden Fall richtig redaktionell auch am Start sein, beziehungsweise im Büro auch sein. Und es war aber ganz gut so für den Rhythmus. Wenn man mal so ein bisschen auf die Dinge guckt, die du so machst, dann kann man feststellen, dass es auf der einen Seite dieses MTV-Style-Ding gibt und auf der anderen Seite aber sehr viele Sachen, die so in die Charity-Richtung gehen und sehr, sehr ernsthaft sind. Wahrscheinlich ist deine eigene Biografie auch mit ein Grund, warum du sagst, du möchtest dich engagieren. Du bist als Baby nach Deutschland gekommen, Anfang der 90er mit deinen Eltern aus Afghanistan und dann seid ihr erstmal wie alle in einer Flüchtlingsunterkunft gelandet. So, wo war die und was ist dann passiert in deinem Leben? Die war in Hamburg-Langhorn, in der Langhorner Chaussee. Und da waren wir 4 oder 5 Jahre. Für meine Eltern war das auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ich bin dann im Asylbewerberheim groß geworden. Dann kamen wir irgendwann in unsere erste Wohnung. Ich kam in die erste Klasse. Und dann ging mein Leben mehr oder weniger normal voran. Als du dann in der Schule warst, hast du an irgendeinem Punkt mal gemerkt, dass du nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen bist? Ich war zum Glück in einem Umfeld, wo die Menschen tolerant waren. Ich glaube, es gab nur einmal eine Situation auf dem Gymnasium, dann in der 10. Klasse, wo unser Gymnasium verlegt wurde auf ein anderes und die Klassen zusammen gemischt wurden, beziehungsweise der Jahrgang vermischt wurde. Und da kamen auf jeden Fall so ein paar uncoole Reaktionen, uncoole Kommentare. Und die für mich persönlich jetzt gar nicht verletzend waren. Oder das hat mich jetzt nicht mitgenommen emotional, weil ich, glaube ich, bis dahin auch sehr selbstbewusst war und zum Glück keine Probleme mit meinen Wurzeln habe oder mit meiner Identität. Aber es war einfach schockierend, dass man auf dem Gymnasium dann sich sowas anhören muss wie, oh, gar keinen Bock auf die Kanackenklasse. Ich glaube, da kann ja jeder Migrationshintergründler eine Story erzählen, aber es war nicht dramatisch bei mir. Und ich glaube wirklich, dass es daran lag, dass ich schon immer, ich war immer sehr aufgeschlossen, ich war immer sehr selbstbewusst. Was war für dich das Entscheidende oder an welchem Punkt hast du gesagt, ich habe selbst diesen Hintergrund, ich muss mich da jetzt engagieren? Meine Arbeit oder beziehungsweise mein Engagement begann 2012, als ich dem Verein beitrat, offiziell. Der heißt wie? Visions for Children e.V. Da habe ich angefangen, mich mit geflohenen Jugendlichen zu beschäftigen, in dem Sinne, dass ich Betreuung geleistet habe. Also ich habe gedolmetscht, ich habe Hausaufgabenhilfe gegeben, ich habe unterstützt bei Behördengängen, ich habe allgemein, ich war eine Art Patin. Damit hat das angefangen und der Grund war gar nicht so sehr unbedingt meine persönliche Geschichte, vielleicht nur meine Sensibilität für das Thema. Wir sind natürlich offen für neue Mitglieder und für jeden, der wirklich aufrichtig sich engagieren möchte. Ich hatte irgendwann mal einen Instagram-Aufruf gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich habe daraufhin eine E-Mail bekommen von einem jungen Mädchen, das sich interessiert hat für den Verein bzw. vorgeschlagen hat, ein eigenes Projekt zu starten in Afghanistan. Die hat auch afghanische Wurzeln. Und jetzt ist sie unser Mitglied, beziehungsweise Visions for Children Mitglied, ist 18 Jahre alt. Fahad, liebe Grüße an dieser Stelle. Und Fahad hat ein eigenes Projekt in Kabul aufgezogen. Die hat da vor Ort ein Schulprojekt gestartet. Wir haben also auch eine Schule ausgestattet mit Inventar, mit Mobiliar. Und da habe ich einfach nur gesehen, gut, dass ich, oder wie schön, dass Leute aus anderen Städten, sie ist aus Frankfurt, und auch in diesem jungen Alter tatsächlich die Motivation haben und die Bereitschaft zeigen, etwas zu tun. Hast du das Gefühl, dass hier von politischer Seite Dinge falsch gemacht werden, wenn es um Integration und überhaupt
um den Umgang mit Flüchtlingen geht und man deswegen selber was machen muss im Privaten? Also unabhängig davon, dass in der Politik vieles schiefläuft, was Integration betrifft, wenn man sich einfach nur mal anschaut, was mit Flüchtlingen oft oder geflohenen Menschen oft gemacht wird, dass sie in Randbezirke verfrachtet werden. Mhm. Und dass es somit natürlich viel, viel schwieriger ist, sich irgendwie zu integrieren, weil man ja nicht mehr am deutschen Alltag teilhaben kann. Ja. Damit mal angefangen, glaube ich, ist es sowieso das Allerwichtigste für mich auch immer schon gewesen, dass jeder was macht. Und es ist völlig egal, was. Und es ist auch völlig egal, in welchem Rahmen. Und es ist auch egal, wofür. Ich glaube, es ist super wichtig, dass jeder einfach sich darüber im Klaren ist, welche Verantwortung er hat und dass es nur so funktionieren kann. Eine Gesellschaft kann nur funktionieren oder Veränderung kann vor allem auch nur stattfinden, wenn wirklich jeder Einzelne auch sich seiner Rolle bewusst wird. Nochmal zu dir als Person. Jetzt stehst du ja seit einer kleinen Weile schon in der Öffentlichkeit und so dein Hauptmedium, dein Hauptverbreitungskanal ist das Netz. Wie gehst du damit um, dass alles, was du machst, dann so in den Kommentaren zur Disposition steht? Ich versuche das sehr gelassen zu sehen. Also wie gesagt, ich glaube, man muss sich selber immer wieder bewusst machen, was man für Stärken hat, was man gut kann, was man nicht so gut kann. Und wenn man gut reflektiert ist, dann weiß man meistens auch, was Angriffsfläche bieten könnte und was vielleicht auch, welche Aktion welche Reaktion hervorruft. Dann stehst du eigentlich so ganz gut und breitbeinig da und lässt dich nicht so aus dem Konzept bringen. Bei mir ist es zum Beispiel so, 100 positive Kommentare können den einen schlechten nicht aufwiegen. Der Schlechte beschäftigt mich eine Woche lang. Das muss ich noch lernen. Ja, wahrscheinlich offensiv damit umgehen ist die bessere Methode, als das in sich hineinzufressen. Es ist immer sehr schwierig, das zu schaffen, sich von dem zu lösen nochmal und sich mal ganz kurz klar zu machen, ich bin nicht das, was ich arbeite. Ich bin nicht das, was ich poste oder ich bin nicht meine Likes. Und sich nicht davon abhängig zu machen, wie das Feedback immer ist von außen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Bezug zur Realität da bewahrt und dass man auch weiß, dass das alles im Endeffekt nichts bedeutet, wenn man nicht wirklich sich selbst liebt und sich selbst respektiert. Und ja, dann kann alles Äußere, alles was Schönes und alle äußeren Umstände können nichts daran ändern, wenn es einem wirklich von innen heraus nicht wirklich gut geht. Sehr guter Punkt. Ja Mensch, dann wünsche ich dir weiterhin ein dickes Fell. Und danke. Viel Erfolg bei dem, was du machst und auch bei den Charity-Dingern weiterhin viel Kraft. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir.